Willkommen, schön, dass Sie dabei sind bei dem Aktionär-TV-Interview und schön, dass Florian Söllner da ist. Hallo. Hallo. Wir starten heute mal mit Tesla in die Sendung. Da gibt es jede Menge Neuigkeiten und in unserem Fuhrpark, da gibt es jetzt mittlerweile auch einen Tesla, das Modell 3. Wir sehen es hier auch schon eingeblendet auf unserem Parkplatz quasi und du hast es auch schon Probe gefahren. Genau, super Auto, ich finde es toll. Also auch mal Lob, Elon Musk wird immer abgefeiert als der große Messias, aber sehr kriegsentscheidend im Elektroautomarkt ist auch das Design. Tesla macht es vorher von Holzhausen, muss man immer loben. Mir gefällt das Design, klar Geschmackssache. Und natürlich macht es Spaß, bei einem Elektroauto aufs Gas zu drücken. Du merkst schon, ich sage nicht nur Tesla, sondern bei jedem Elektroauto. Das ist auch bis in der Punkt, gibt ja künftig sehr, sehr viele solche Autos. Aber ich finde es toll, Tesla hat hier einen Vorsprung. Tolles Auto, unbedingt. Es gibt aber auch ein paar negativere Neuigkeiten. Das Modell 3 wird es ja ab $35.000 geben. Dann, also das bekannt gegeben wurde, hieß es, die Lieferzeit wird 2 bis 4 Wochen betragen. Jetzt sind schon 6 bis 8. Außerdem hieß es, man macht alle Läden zu und es wird nur noch online verkauft. Jetzt ist es nur noch die Hälfte der Läden. Also da wurde schon oft wieder eine Kehrtwende, die wir öfter gesehen haben, auch bei Tesla angetreten. Also es ist absolut verwirrend. Ich hoffe jetzt mal, ich kann es ein bisschen ordnen, das Ganze. Vielleicht noch mal ganz kurz, um es noch mal ein bisschen konfuser zu machen, zum Model 3. Ja. Punkt ist der, toller Ersteindruck von mir auch, und das sagt auch Consumer Reports, die Kunden lieben es. Aber wenn es dann länger läuft, ein Jahr, ist es bei der Zuverlässigkeit deutlich zurückgefahren. Das ist auch ein bisschen die Kritik. Tesla ist vielleicht zu schnell im Markt. Einige finden es toll zu fahren. Ob sie es kaufen, so eine teure Anschaffung, muss man überlegen. Das ist vielleicht auch der Punkt, wieso auch aufgrund dieser Presse von Consumer Reports, das ist ja in Amerika sehr wichtig, wie ADAC oder Stiftung Warentest, die sagen, okay, Zuverlässigkeit ist von Dutzenden anderen Automarken einfach besser. Hier sieht man es mal, dass die Nachfrage nicht so stark ist, gerade für Model S und X und auch für die hochpreisigen Model 3s, nachdem auch die Förderung sinkt. Hier unten Tesla haben wir Tesla. Tesla 19, fein von der 11, also da kommt schon. Hauptproblem ist die Zuverlässigkeit. Das Display friert mal ein, hier knackt es mal ein bisschen. Bei den Scheiben gab es Probleme. Und man sieht es aber hier, die Kundenzufriedenheit ist trotzdem sehr stark. Die Leute sagen, uns gefällt es trotzdem, es fährt schnell, es sieht toll aus. Aber einige denken dann doch drüber nach und lesen dann solche Tests, wo Tesla eben hier abgerutscht ist. Das ist so ein bisschen der Punkt, weswegen jetzt auch ein Analyst gesagt hat, neue Apple, Tesla, erhoffen sich viele, aber da müsste Tesla wirklich gucken, dass man die starke Marke, die man aufgebaut hat, wirklich besser schützt. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt zurück. Kundenzufriedenheit. Jetzt gibt es dieses große Wirrwarr mit Preissenkung, ganz massiv. Im Schnitt sagt man rund 6% runter. Bei einigen Autos waren es aber bis zu 46%. Da gab es so Aufstände in Asien, da sind teilweise in Thailand Kunden vor den Tesla-Store gegangen, die sagen, ich habe gestern ein Auto gekauft, jetzt wird es plötzlich abgewertet um 40%. Das ist für einen Kunden schwer zu schlucken, das Ganze. Und um die Konfusion, das Chaos perfekt zu machen, hat man jetzt gesagt, okay, wir gehen doch wieder im Schnitt um 3% nach oben. Dafür schließen wir nur die Hälfte dieser Läden wie gedacht. Also man will ja auch die Läden schließen, als auf online machen. Gute Idee, man muss Kosten sparen. Aber man hat dann erkannt, es ist vielleicht doch keine so gute Idee gewesen. Und dieses Hin und Her, und da sind ja auch Mitarbeiter betroffen, denen gesagt wird, okay, du wirst nicht mehr gebraucht in einem Tesla-Store, heißt es dann plötzlich, okay, doch, du kannst doch nochmal weitermachen. Also das sind alles Dinge, die ein bisschen unglücklich gerade laufen. Aber bei Tesla ist ja immer was los, auch im positiven Sinne. Jetzt am 14. wird das Model Y vorgestellt, der Model 3 Bruder SUV. Und ich denke, ich habe es gerade angesprochen von Holzhausen, das Design, ich erwarte das wieder sehr sexy, ein starkes Design. Es könnte durchaus mal Impulse geben. Charttechnisch neutral betrachtet sind wir in dieser langen Seitwärtsrange. Wir sind unter der Signallinie. Im Prinzip, solange wir hier nicht über $320, $330 steigen, würde ich auch als Trader erstmal nicht drauf springen. Würde ich mal abwarten. Fundamental ohnehin sehr teuer. Es muss alles perfekt sein. Man muss zur nächsten Apple werden, der Apple der Automobilbranche, um in diese hohe Bewertung reinzuwachsen. Hohe Risiken. Trader warten hier mal ab. Aber schön, dass es so viel zu erzählen gibt. Schön, dass das Event kommt. Wir werden es genau betrachten. Das war auch noch nicht alles mit dem Erzählen. Ja, wir haben noch eine Grafik zum Modell S, wie es aussehen. Ja, was heißt eine Grafik? Es ist ein Bild, ein Foto, ein theoretisches Foto. Wird uns gleich eingeblendet. So könnte, in Anführungsstrichen, das Auto aussehen. Dachte Bloomberg, hat einen Artikel dazu geschrieben, weil wir haben hier einen Short-Seller, Citroen Research, Andrew Left,
der war short, wie so viele. Der hat aber gedreht, so im Oktober war es, meinte er plötzlich, nee, er hat sich getäuscht. Elon Musk ist so eine coole Socke, also hat er natürlich so geschrieben. Und er hat jetzt auch die Frage gestellt, was habt ihr in dieser Woche gemacht? Elon Musk schießt Raketen hoch, macht das. Und er ist jetzt wieder long. Er sagt, jetzt kommt die Gegenbewegung auf 320 Dollar. Und er hat einen Research Report gebracht mit diesem Bild. Bloomberg hat es übernommen, sagt, ist das das neue Model S? Weil ist er schon 7 Jahre alt. Da bräuchte es auch mal neuen Schwung, neue Impulse, weil die Nachfrage eben nicht mehr so stark steigt. Aber mittlerweile wurde entdeckt, das ist geklaut von einem türkischen Tesla-Fan, der schon letztes Jahr verschiedenste Designs hier ausprobiert hat. Das ist nichts Offizielles, kein Leak, hat nichts mit Tesla zu tun. Muss man leider noch warten aufs neue Model S. Punkt ist aber der, einige Schwarzseller drehen. Andrew Left hat auch Marc Spiegel und David Einhorn ein bisschen beschimpft in seinem Report, sagt, ihr habt viel Geld verloren, auch mit Tesla. David Einhorn letztes Jahr 34%. Man könnte so viel erzählen, es ist so spannend. Wenn Elon Musk mal ruhig ist, streiten sich die Schwarzseller. Punkt ist der, charttechnisch fehlt das Kaufsignal noch. Sehr spannend, tolles Auto. Aber Auto und Aktie ist nicht immer gleichzusetzen. Bei der niedrigeren Bewertung wäre es für mich eine spannende Aktie als jetzt. Jetzt setze ich lieber auf Aktien, die indirekt profitieren. Nicht so auf die offensichtlichste Elektroauto-Aktie, sondern lieber auf andere, die günstiger sind. Oder spannender sind, weil die nächste ist nicht mal so günstiger. Ja, wir schauen auf Cree, das hast du jetzt, glaube ich, gerade eben gemeint. Wo ist überhaupt hier der Zusammenhang mit Tesla? Da gibt es lustigerweise zwei Zusammenhänge sozusagen. Cree profitiert von mehreren Trends. Cree kennen vielleicht viele als LED-Hersteller. Der macht aber tatsächlich die besten LEDs, egal was man kauft. Eine Stirnlampe zum Joggen zum Beispiel habe ich jetzt geguckt und mir gekauft. Immer Cree ist das beste Produkt, aber natürlich auch für den Heimgebrauch. Und ein neuer Trend, der gerade explosionsartiger erst steigt, ist im Bereich Gartenbau. Gewächshaus ist man schon stark, hat hier die marktführenden Technologien, damit eben diese Pflanzen mit weniger Wasser, mit weniger Dünger auch wachsen, Rotlicht, LEDs beispielsweise. Und man hat einen neuen Wachstumsimpuls, auf den auch Marktforscher hinweisen, dass eben hier Hanfpflanzen Cannabis durchstartet, in Kanada freigeben, hoffentlich oder vielleicht in den USA. Und hier ist Elon Musk sozusagen mal wieder Pionier, der hier schon mal mutig in Kanada war, glaube ich, hier einen Joint raucht. Mhm. Aber klar, nicht nur zum Spaß, sondern auch für medizinische Anwendungen wird sich der Markt ver-10- bis 100-fachen in den nächsten Jahren. Ist so ein Wachstumsimpuls für Cree, Punkt 1, Cannabismarkt. Punkt 2, Elektroautos. Auch das Model 3 ist bei Tests sehr effizient, der Motor, die Wechselrichter. Und hier werden diverse Silizium-Carbid-Produkte eingesetzt, die eben mit hohen Stromspannungen zurechtkommen. Und wir haben hier eine Cree-Tochter, Wolfspeed, die wirklich sehr schnell unterwegs ist. Zuletzt Wachstumsraten, operativ 50%, Rohmargen 50%. Und das ist genau der Bereich bei Wolfspeed, die wiederum Chip-Partnern, die an Tesla verkaufen, Produkte liefert, die dann am Ende im Elektroauto landen. Und die haben auch Wachstumsraten bei Siliziumkarbid für die Elektromobilität, der sich bis 2025 locker mal verzehnfachen wird. Also Cree ist hier mehr im Wachstumsbereich unterwegs. Charttechnisch sieht man es, ist hier Dynamik drin, ist hier ein Kaufsignal gemacht, ist aufgenommen im Depot 2030 vom Hotstock Report und die Story ist mittlerweile auch nachzulesen im Aktionär. Wir schauen jetzt auf Samsung SDI und lassen damit Tesla immer noch nicht ganz hinter uns, denn Tesla hat hier zu oder wird auf Samsung SDI setzen, was die Gigafabrik in China angeht. Ist das schon sicher oder sind das noch Spekulationen? Nee, also muss ich dich leicht korrigieren. Gestern haben wir auch online direkt geschrieben, gibt es jetzt Gerüchte, dass eben Elon Musk schon verhandelt mit Kettle, mit dem neben Panasonic größten Hersteller von Elektroautobatterien. Genau, hier ist er. Ist noch nicht fix, wo Tesla einkauft. Tesla hat schon mal gesagt, wir kaufen von mehreren Quellen in China Zellen ein. Also da nochmal der Hinweis, Tesla ist ja eben nicht auch eine Batteriefirma, sondern braucht hier Partner natürlich wie Panasonic in den USA und jetzt eben auch neue. Aber wir sagen, unser Favorit war Top-Tipp im Aktionär, ist im Depot, ist Samsung SDI. Es ist eine günstige Aktie, KGV nächstes Jahr 15 bis 16. Partner sind hier BMW, auch an VW liefert man unter anderem als ein Lieferant. Harley-Davidson setzt bei seinen Elektrobikes auf Samsung SDI-Batterien. Grundsätzlich, wir glauben ans Elektroauto, der Bedarf steigt immens. Wir haben, glaube ich, die Grafik dann nochmal da. Ja, wir können der Kapazitäten. Da sehen wir die Kapazitäten. Die Kapazitäten werden sich zwischen 2018 und 2025
30. Wir sehen es verzehnfachen. Und klar ist, genau 2030, wir haben 2018, 2030, wir verzehnfachen der Kapazitäten. Professor Dudenhöfer sagt, wir brauchen im Prinzip 100 solche Gigafactories, wie sie Tesla baut gerade. Und ganz klar, hier werden alle profitieren. Es gibt eine Knappheit, das sagen alle Autohersteller wie Toyota, Daimler-Manager sagen, uns fehlen ein bisschen die schnellen, günstigen Batterien. Sprich, die Preissenkung bei Batterien ist gerade mal gestoppt. Davon profitiert auch Samsung SDI, qualitativ hochwertige Batterien, ist im Bereich Feststoffbatterien der Forschung schon weitergekommen, hat jüngst Daten vorgestellt. Ist jetzt charttechnisch gerade mal im Konsolidierungsmodus, aber hier haben wir eine schöne Unterstützung, würden wir ganz klar daran festhalten, dürfte ein großer Profiteur dieser Elektroautorevolution werden und sein. Weiter geht es an dieser Stelle mit 2G Energy und da sehen wir aktuell keine allzu große Konsolidierung oder eine kleine, aber nach diesem Anstieg ist es ja auch kein Drama. Und da hast du auch mit dem Finanzvorstand gesprochen. Genau, wir haben erneut gesprochen. Ich hatte schon den Finanzvorstand getroffen. Hier Eigenkapitalförderung, Depotaufnahme 40% plus im Depot 2030. Ist so ein Wasserstoff, einer der Favoriten von uns. Wasserstoffimpulse grundsätzlich, Kraft-Wärme-Kopplung, das läuft schon gut, viel Auftragseingang. Und jetzt werden die eben auch künftig mit Wasserstoff befeuert. Da habe ich nachgefragt, er sagt, das Interesse ist sehr groß. Wird jetzt nicht sofort dieser neue Geschäftsbereich mit Wasserstoff explosionsartig steigen, aber man muss gar nicht so viel umrüsten, um das anbieten zu können. Sehr spannende Entwicklung. Auftragseingänge waren sehr stark 2018, hat sich ein bisschen beruhigt, sagt der Finanzvorstand. Aber man denkt, der positive Trend setzt sich 2019 fort. Aktie KGV 16, immer noch günstig. Insofern sind wir hier sehr beruhigt und bleiben dabei. Klar kann es mal konsolidieren, kann aber auch zügig nach oben weitergehen. Schöner Aufwärtstrend, tolle Aktie. Weiter geht's mit Rakuten. Uber kennt, glaube ich, jeder. Es gibt einen großen Konkurrenten, Lyft. Der geht an die Börse. Das ist soweit jetzt klar. Warum freuen sich die Aktionäre von Rakuten darüber? Wir haben ja Rakuten in der Empfehlungsliste vom Hotstock-Report, im Musterdepot, vom Bitcoin-Report. Und wir spekulieren eigentlich auf ein anderes Ereignis, was auch Mitte März stattfindet. Neue Payment-Lösung, wo wahrscheinlich schon oder hoffentlich wird darauf spekuliert, nicht nur alle Payment-Lösungen und Gutscheine und Visa-Karten, PayPal integriert sind per App. In Japan ist ja Rakuten tätig und ist man ja grundsätzlich sehr weittechnologisch, sondern auch Krypto, vielleicht sogar ein eigener Coin. Man hat im Kryptobereich schon zugekauft. Sehr spannend, da könnte es den Durchbruch geben. Aber jetzt kam noch mal ein anderes Event, was das überholt hat, ein positives Event, dass eben Lyft jetzt Daten gemeldet hat, an die Börse zu gehen. Und Bloomberg sagt, bis zu 30 Milliarden könnte Lyft dann Bewertung erreichen. Wenn das klappt, freut sich Rakuten wirklich sehr, weil man eingestiegen ist frühzeitig mit 13%. Der Anteil, wenn es ein tolles IPO ist, den Rakuten hält, macht alleine dann schon rund 40% der Marktkapitalisierung der gesamten von Rakuten aus. Ein spannender Wert und charttechnisch sehr schön. Wir haben eine schöne Bodenbildung, gefällt mir sehr gut. Der Ausbruch kann man jetzt aktiv kaufen und auf den Lyft-Börsengang und auf den Krypto-Durchbruch in Japan spekulieren. Weiter geht's mit, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Fluidigm. Hat mir nichts weiter gesagt. Was machen die? Warum ist der Konzern interessant? Ich habe es mal mitgebracht, das Beispiel dafür, um mal einen kurzen Einblick zu geben in die Turnaround-Formel. Haben einige vielleicht schon gehört. Schreiben wir heute, kommt die neue Ausgabe für Abonnenten. Mit einigen Auf und Abs. Unterm Strich entwickelt sich es weiterhin sehr gut. Das System funktioniert vor uns sehr. Und wir haben jetzt auf User-Anfragen reagiert und gleich mehrere Neuigkeiten gemacht. Punkt 1, wir haben die Schwelle ein bisschen abgesetzt bei dem Volumensignal, um auch große Werte wie Nestle aufzunehmen. Nestle hat eine schöne Entwicklung gemacht, ist im Depot. Und wir haben nicht nur deutsche Aktien, sondern eben auch amerikanische. Hier haben wir so einen Biotech-Highflyer entdeckt, frühzeitig in die Hotlist aufgenommen, 20% weitergestiegen. Ein positives Beispiel, wie viel so eine Formel bringen kann. Heute gibt es so einen Analysten-Roadshow von dem Wert in Boston, gab es schon letzte Woche. Was macht das? Im Prinzip verkauft man Forschungsgeräte und Geräte an Universitäten, Staaten, die es schaffen, bestimmte Zellen, auch Krebszellen, bildgebend darzustellen, auch Farben zu geben, wo eigentlich keine Farben sind, um besser zu unterscheiden, besser zu erkennen, Krankheiten. Man ist hier führend in der Technologie, entwickelt sich sehr gut, auch operativ. Klar ist ein Biotech-Wert, ist teuer, aber charttechnisch erste Sahne sozusagen im Aufwärtstrend, ein klares Signal,
Aber klar, ist ein Biotech-Wert, ist was für Zocker, aber auch sowas wieder entdeckt von der Turnaround-Formel derzeit. Dann schauen wir zuletzt noch auf Jinko Solar. Am Ende der Sendung, zu Wochenbeginn, ging es für den Solarsektor wieder, also dieser Woche, ein bisschen nach oben. Gab es Gründe dafür? Genau, wir haben hier ja diesen schönen Turnaround. Wir haben hier mit verschiedenen Aktien im Hotstock-Report drauf gesetzt. Auch Jinko Solar empfohlen, da sind wir hier seit Jahresbeginn rund 40% nach oben. Dann gab es mal diese Korrektur. Aber jetzt laufen wir auch schon wieder hoch. Jetzt gab es von Credit Suisse eine Analystenmeinung zu Jinko speziell. Die sagen, Kursziel nach oben. Und man sieht ganz klar, dass sich die Solarmodulpreise stabilisieren, dass dieser Angebotsüberhang vorbei ist. Und man glaubt auch, dass Jinko Solar weiterhin so ein kleines Preispremium erzielt, weil man eine starke Marke aufgebaut hat. Jinko Solar ist so der riskanteste Wert, den wir im Hotstock-Report aus der Solarbranche vorgestellt haben. Man hat hohe Schulden. Wir haben auch noch ein, zwei andere, gerne mal nachzulesen im Hotstock-Report, die aus unserer Sicht Chance-Risiko-Verhältnis noch besser sind, die auch im Depot sind. Aber auch das ist ein Wert, den man jetzt einfach mal Gewinne laufen lassen sollte. Man hat es gesehen die letzten Jahrzehnte, wenn die Solarbranche nach einer langen Krise wie jetzt wieder durchstartet, wenn die Kapazitäten abgebaut sind, wenn neue Impulse kommen, dann ist hier ein großer Hebel drin, operativ und im Leverage bei Jinko Solar aufgrund der hohen Verschuldung ist Risiko, aber es ist ein großer Hebel nach oben. Der CEO hat schon mal einen positiven Ausblick gegeben. Ich würde hier als Zocker hier mal einen Stopp reinlegen. Hier haben wir eine schöne Marke und einfach mal laufen lassen und gucken, was noch passiert. Wir wissen alle, langfristig ist die Solarbranche wichtig. Wir hatten hier Krisen, Überkapazitäten, das baut sich ab. Aber es wäre schön, wenn das Wachstum der Solarbranche sich wieder beschleunigt, fortsetzt. In Europa gibt es da ja zuversichtliche Studien. Und dann am Ende alles zusammenfügt, wir tanken mit Strom und Elektroautos auf und in 5 bis 10 Jahren ist dann die perfekte Zukunft dank solcher Firmen geschafft. Ja. Du wirst es weiter beobachten hier bei uns und im Hotstock Report. Danke erstmal für heute. Danke, Marco. Das war's schon wieder. Bis zum nächsten Mal.